können auch nicht andere nehmen. Also wahrscheinlich doch, müssen wir erstmal hier ein bisschen rumlaufen, das, wa? Nee, das Final Chat kannst du nehmen. Wollen wir wieder zurück? Ah. Ah. Brauchst dich gar nicht drücken, mein Freund. Wir können nichts gar nicht nehmen, drücken. Wir können nichts nehmen. Genau. Na denn, The Final Note. Willst du The Final Note spielen? Du kannst erst zum Leuchtturm zurückkehren, wenn du fertig bist. Nein. Ach Mann. My very first memory is that of hitting a piano key. My small, chubby finger. The cold, smooth ivory under my skin. And then, acceleration. Pure joy as I heard the immediate response to my action. The sound that appeared just because I pressed that key. I'm not gonna let it go. I won't be imprisoned. Okay. Wann sind wir? Schöne Frage. Wann sind wir? Wir haben so ein schönes Nachthemd. Ist das nicht tatsächlich, sind wir hier nicht im Haus des Malers? Ja. Das ist doch das Haus des Malers. Ist auch das Haus des Malers. I need someone to confide in. And that someone is me. Ja, wie sieht es damit aufmachen aus? Kann man nicht? Nö, geht nicht. Geht nicht. So, dann schauen wir erstmal hier in die Schubladen. Mhm. Sockenschublade. Oh, warte mal. Warum macht er die denn immer zu? Hush now, my baby. I'll tell you a tale. There was a man whose world wasn't pale. There was a woman who made the world sing. And they found love, the most beautiful thing. Die ganze Zeit auf den Text konzentriert rechts und dann gucke ich erstmal, wie das geschrieben wurde. Oh Gott. Schön, schön, schön. So, hinfort damit. Schublade lassen wir offen, weil wir sind unordentlich. So, hier haben wir noch was. Ja. You mustn't give up. You had everything any of us ever wanted. You still do. Your talent, your marriage, your daughter. Neither of these went away. The only thing the flames changed was you. You have power over yourself. Live your life. Reclaim it. Don't let your body be your cage. Sag mal, wir sind jetzt aber nicht die Frau des Malers, oder? Ich würde aber... Die, also die war ja Pianistin. Ich würde eher sagen, ja, also, oder? Also. Also, ich weiß jetzt nicht, wie Teil 2 startet, aber da war doch mal mit dem Boot, oder was? Ich dachte auch, dass wir eigentlich auf dem Schiff wären. Ja, schön. Kleine Hellraiser-Party hier, oder was? After some time, they had a child. That brought light to their life. A lot of light. She loved her parents, her dolls, and her toys. And even Daddy wasn't mad at her noise. Okay. Fehlt einfach mal die Hälfte vom Text, aber bitte, können wir machen. Wieso nicht? Alter. Alter, das sieht mal krass aus. Ach, du meine Fresse. Also hier ist wirklich jemand Hellraiser-Fan durch und durch. Aber warum sind wir denn jetzt schon wieder in dem Haus? Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Igitt. Bei vielen Sachen muss man einfach nur... Einfach Igitt sagen. So. Oh, was? Oh, Messer. And Messer. Then she found a very sharp knife. So, kann ich damit irgendwie... Ja, Messer! Fruit Ninja! Nee. Nicht aber du nimmst es mit? So, ah, hier waren ja die ganzen Magnum Opus. Na, das ist noch das hübsche Bild, muss ich sehen. Also, ich weiß nicht. Also, wir werden da wahrscheinlich träumen oder so. Das ist doch hier. Ich weiß es nicht. Das geht gleich wieder los hier. Gleich geht's wieder los. So, was haben wir hier? It's so dark in here. So dark in here. Time to let the light in. Yeah. Was knustert hier so? Bitte? Hallo? Okay. Ach, du hast auch so einen Ablauf bei... Oh, okay. Oh. Werden wir wieder verfolgt? Schön. Wahrscheinlich jetzt von unserem Mann. Aber er hat ein Hinkebein. Von daher wird er nicht so schnell sein. Ah, schöne Bild. Schöne Bild. Was habe ich gerade getan?
Du hast den Rahmen eigentlich nur angefasst, aber gut. So, Hammer oder Rollstuhl? Ist das schon mehr Entscheidung hier, oder was? Weiß ich nicht. Du hattest vorhin auch die zwei Ecken zum Anfassen. Ach, da kannst du das dann immer... Ei, verstehe, weil wenn du das jetzt nochmal anfängst... Guck mal, was im Hintergrund bei uns passiert. In dem Raum. Oh, okay. Ja, schön. Schön. Gerade wollte ich noch ein paar Ketten haben. So, drehen wir mal weiter. Und wir drehen nochmal das Glücksbild. Vielleicht. Oh, jetzt haben wir Bilder. Nicht. Was? Oh, hey, Junge. Hey, Junge. Strichliste. Hey, Junge. So. Oh, okay, alles klar. Können wir dann wieder raus? Oder sind wir jetzt hier eingesperrt? Nee, wir könnten raus. Das hat sich auch verändert. I hate this. But it seems simpler than playing the violin. For now. Stickarbeiten ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Mann, sieht das fies aus. Mhm. Hier muss aber wirklich eine frische Tetanus-Impfung haben. Ansonsten. Ansonsten ist man am Arsch. Hallo? Okay. Ja, ich geh mal in die Tür mit den einladenden Lutsch. Spuren dran. Was? Hallo? Oh nee. Oh nee. Was haben wir denn jetzt hier gefunden gerade? Eine Flasche. Also. War. Oh. Verdammt. Was? Wie? Oh. Da ist er. Sie? Warum? Warum sie? Warum ist es sie? Weiß ich nicht. Sind wir das nicht? Ah, okay. Ja, hat sie jetzt gerade gesagt, why you hurt yourself? Ja. Das ist wie früher, ne? Warum schickst du dich selber? Oh, so ein schlechtes Scheißding. So, okay, wir sind wieder hier. Dann lass uns doch mal ein Bild nochmal drehen, vielleicht, maybe. Passiert da was Schönes? Ja, okay, so, jetzt haben wir wieder den Rollstuhl und die Violine. Ach, das ist ein Notenständer. Ich dachte, das ist ein Hammer. Nope. Nein. Jetzt nicht. So. What would I do without you? This prison would be unbearable. Alter, ist das laut gewesen. Ja. Das ist okay, gut. Und ja, oh, schön. Anscheinend müssen wir... Okay. Gegenstände finden. Knackt das Ding, ey. Morphium-Rezept. Patienten. Name unleserlich. Datum unleserlich. Dr. Med. William H. Green. Alles klar. Hello, my name is Dr. Green Dawn. Ach, guck mal an. Bandage. 257. Mensch, hallöchen. Hey, wo ist jetzt 257? Mann, wer ist denn? Warum geht denn da vorne immer die Tür zu? Ey, geh doch mal gucken. Nee, mal gucken. Ey, geh mal gucken, Benny. Hallo? Kann ich denn jetzt nicht einfach hier wieder, kann ich eigentlich jetzt wieder rein und das Ding weiterdrehen, oder? Ja, normalerweise ja. Also du müsstest jetzt wieder zurück. Hm. Ja, vielleicht kannst du ja auch die Bandage quasi dahin packen schon. Guck mal da, kannst du hinpacken. Take it away, I can't look at it. And don't try to bind me again. Autsch. Schön laut. Schön, schön laut. Wunderbar. So, okay. Jetzt nehmen wir das Kettenmotiv oder was? Genau, also nochmal ins Weiter. Wahrscheinlich. Und dann müssen wir aus der Tür nochmal raus. Kann ich eigentlich lehnen? Nein.
Kann ich eigentlich lehnen? Nein. Also, musste ich letztens auch so ein bisschen schmunzeln, Benni, wo ich das eine Video mir von dir angeguckt habe und du total entsetzt, oh, ich kann lehnen. Ja. Das schrecklichste Gimmick der Welt an einem Beam. Oh, ist zu. Naja, ist zu. Wenn du lehnen kannst, hat manchmal ja auch Gründe. Ich mag das nicht. Oh ja. Ist ja gar nicht so dunkel. Aber da bin ich jetzt einfach ein cooler Motherfucker. Sieht aber auch wirklich cool aus irgendwie. Also haben sie geil gemacht. Hey, hey, hey. Hab ich gerade gelobt, Spiel. Fall mir jetzt nicht in den Rücken. So. Okay, Batterie lädt sich Gott sei Dank relativ schnell wieder auf. Brauchst du ja auch zur Verteidigung. Ohne das hast du keine Chance. Hast du gar keine Chance. So, was haben wir denn hier? Eine Schlüssel. Ein Schlüssel. Moment. Ja. Wenn ich jetzt gerade ausweiter rufe, müsste ich eigentlich laut Gesetz der Möbius-Schleife wieder ankommen, oder? Ah, haje, warte mal. Na, Mäuschen? Baby, don't hurt me. No more. Ja, geht ja schon aus. Ja, aber links. Genau. Warte mal, ich muss erstmal. Guck mal, sie ist weg. Let it go. Schön. Was ist. Was nimmst du da auf? Eine Spritze? Ich kann es ja noch nicht mal sagen. Ich weiß nicht. Es sieht aus wie Stockbrot. Aber es wird es nicht sein. Ich glaube nicht, dass es das ist. So, ach guck mal, jetzt haben wir es hier. Oh, ein Stück am 18. Oh, okay. Was ist da passiert? Was ist das? Was ist denn das? Weiß ich nicht, Bondage? Keine Ahnung. Ist das ein Magnum mit zwei Stielen? So, okay, jetzt haben wir das. Ich würde jetzt einfach mal ein Bild drehen und mal kicken. Vielleicht kriegen wir ein neues Motiv. Sieht nicht danach aus. Obwohl, bei den Bildern? Waren wir bei den Bildern schon draußen? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch einmal alles. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder das Bild so weit drehen, wo da nichts zu sehen ist. Dass nur die Tür drauf ist, ja? Okay, genau. Gut. Das probieren wir mal, Benni. Das ist ein guter Plan. Let's do it. Das sieht gut aus. Oh. Ja. Oh, das ist schön. Das ist meine Spritze. Take it away! Take it away! Oh, hallo, Teddykopf. Im Chat wird sich gerade übrigens beschwert über die nicht vorhandenen Alerts, wie Kinderlachen, Creepy Door. Na, zur Not, Benni, regel nochmal nach. Bevor hier der Mob ausrastet hier und mit Heugabeln durch die Straßen marodieren zieht. Oh, hier geht gar nichts. Aber da geht's weiter. Oder nee. Nicht? We need a key. Und hier kommen wir nicht. Oder? Kommen wir durch? Danke, danke. Ja, genau! Ja, das ist ein schöner Handkantenschlag. Magische Kräfte. Ja. Mach mal wieder die Tür zu. Ja, ist okay. Nein, viel. I can't go on like this. I need to break free. I want okay. to break free. Schön. I want to break free, yeah. Der Freddy. Toll. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo Bennys Lieblingsbild. Nein, Alter. Aber der ist mit bei, schön. Ah, ich freue mich mal. Na und, seid ihr jetzt auch alle erstmal wieder wach? So, warte mal. I can take refuge in music. That's when my shackles get lighter. If only for a little while. Even the gramophone helps sometimes. I feel much better after listening to some vinyls. Also seems to think it helps. Naja, alles was hilft.
etwas hilft. If the finger you put it on has been deformed, destroyed, does the marriage even stand a chance? Alles klar, wir haben einen Ring. Haben wir den nicht auch öfter schon mal gefunden, den Ring? Ja, den hatten wir schon mal. What is this? Achso, das ist die Absperrkammer, genau. Die Absperrkammer, meine ich. We thought everything we wanted to hide would fit here. How stupid we were. Today, so naiv. A lock jammed in the bedroom door. I started screaming, begging anyone to open. It was a good half hour before a maid showed up. I don't understand. I lock the door in the house all the time. Something about being in a room I couldn't leave was just unbearable. Hm. Kann man sonst noch irgendwas mitnehmen? Nein, ich denke nicht. Schwupps. Ach, schön. So, die Tür ist doch aber neu, oder? Der ganze Raum ist neu. Wir sind ja nicht mehr... Ja, doch, stimmt. Also ist ja kein Treppenhaus mehr, kein nichts. Ach, wie schön, wie schön. Piki! I can't breathe in here. Na, der goldene Käfig? Okay. Na, wir wissen noch, was passiert, wenn wir uns jetzt umdrehen. Klaustrophobischer Schrei. Wie ist denn ein klaustrophobischer Schrei? Turn around. Wird immer enger. And the walls kommen immer closer. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie... Oh, nee. Wer raus! Alter, komm. Oh Gott. Wo ist der blöde Piepatz? Okay. Okay. Ist zwar jetzt nicht so, dass ich nicht atmen kann, aber wer raus! Dankeschön. Ach, ey. Was zum Fickklappen ist denn jetzt hier los, Alter? Jetzt sind nur Knalle hier plötzlich. Ah, das eine war ein Alert von Jojo, die hat sich mal wieder angemeldet. Hallo Jojo, herzlich Jojo, willkommen. Jojo, ach grüß dich, das ist aber eine schöne neue Tradition, was da hast. Immer mit so einem schlimmen Ding drin, komm hier. So, und wir haben unsere Violine. Ja? Ich verstehe nicht, warum wir in diesem Haus sind, Benni. Ich meine, Ist halt the final chapter from the house. Wobei, das Haus war eigentlich, am Ende haben wir das doch weg. Alter! Alter, die Tür sieht mich. Bleib jetzt offen. So viel so bekloppt, als wie so eine Tür. Nochmal so, ja, hallo, ja, schön. So, ist das der Vogel da vorne? Stay with me, little bird. It's safe here. Suffocating, but safe. Ja, der Vogel sieht aber nicht mehr so safe aus. Ah, weiß ich nicht. Bidi! Nix Bidi! Mann! Oma! Hey, auch schön, dass du da bist! Ja, flieg doch ins Unbekannte! Okay. Können wir jetzt irgendwas machen mit ihm? Also. Nur ich warte einfach, bis irgendwas kommt und ihn mitnimmt. Ja. Schauen wir mal. Also, wir können nicht damit interagieren. Was? Hätten wir den auch im Käfig platzieren können? Der Käfig war noch ja nicht da. Achso. In dem Moment. Ach, schön, schön, schön. Benni, ich bin dankbar, dass der Chat mir jetzt hier alles wieder anvertraut hat. Ich bin dankbar für. Nicht? Ich renne einfach. Oder gehe schnell. Zügig. Okay. There's nowhere to run. Na! Oh! Die Türen! Die Wände, meine ich. Komm immer näher. Ich kann ja nie reden. Okay. Was ist denn bitte? Jetzt schlafen wir. Jetzt sind wir wieder aufgewacht. Oh, sag mal. War mein Deft der Traum. So. Schön. Wo sind meine Tabletten? Hm.
Ich hoffe, ihr vernehmt, wie verärgert ich das auf und zu mache. Na! Okay. Okay. Jetzt wiederholt sich alles, oder was? So, hier kommen wir jetzt nicht rein. Hab ich was falsch gemacht jetzt? Keine Ahnung. Renn doch nochmal durch. Run to the hills. Run for your life. There's nowhere to run. Yeah, I know. Ja, oh, die Türen, die Wände kommen immer näher. Okay, okay, war anscheinend zu langsam. Ach, schön. Toll. I feel like my life is falling apart. Everything I touch breaks. I know it now. I'm measured. My room is shrinking every day. He paints it at night, and every morning the walls are this much closer. My prison grows smaller every day. Sie will mir jetzt nicht ernsthaft verraten, dass sie ihren Raum mit diesem kleinen Messgerät ausgemessen hat. Das Ding wird jetzt erstmal komplett ausgezirkelt und dann ist gut. So. Mhm. Ah, komm. Entschuldigt. Wer? Tür. Tür. Ich beliebe zu gehen. Ach, ist auch so ein schönes Bild. Ist auch so ein schönes Bild. The painting is so bland that you have to focus to see that it's even there. Looks like the work of a person afraid to change his surroundings. Someone who's resigned and isn't willing to put himself out there. Who hates to see even his loved ones out and about and free. A man who will imprison his family just to stop them from getting better than him. Ja, so hier so eine Leute. Ah, hier mein Lieblingsbild. The War. So, hier werden wir bestimmt noch irgendwo Babyface finden. Ey, geh mir weg mit diesem Babyface. Nein, es ist nicht Babyface. Gott, nee, das ist... Aber da gibt's überall so eine Kurbeln. Warum gibt's Kurbeln unter den Bildern? Ne, die können wir aber Gott sei Dank können wir die nicht damit interagieren. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Hier ist eine Tür, ne? So, ich beliebe zu gehen. So, ist hier vorne jetzt eine Kette weniger? Jetzt kann ich hier wieder durch. Ja, Handkartenschlag. Ja, warte mal, geht mal kurz, ob ich durch die andere könnte. Nein. Nee. Nein. Nein. So. Nochmal Kontakt mit der Kette auf. Fühl dich nochmal in die Kette rein. Five Finger Death Punch. Kette ist ab. Unsere Hand wird auch immer schlimmer. Was naja, wir sind ja verbrannt. Ne? Wenn wir denn... Und wir spielen ja die Frau des Malers. Und die war ja nun... Weg! Und die war ja bei diesem Brand mit dabei, in der Mall. So, crouchen ist... Können wir crouchen, Benny, in dem Game? Weiß ich nicht. C oder Steuerung? Naja. Guter Plan, Benny. Was wird denn jetzt hier gemacht? Was plant ihr jetzt schon wieder? Was? Bianca, ich habe die Idee, wir lassen jetzt ganz viele unpassende Alerts los, bis die Tür und Kinderlachen wieder drin sind. Bin dabei. Was? Los geht's, geil. Okay, na dann. Hupft euch aus! Whatever you say about this place, it had great acoustics. I could move souls. I could do anything I wanted with them. If I had them listening, this here, it was my place of power. Ihr seid so bescheuert, ey, ehrlich. Kann ich nicht arbeiten? Alter.
Na, das wird doch nichts. Okay. Es ist weg. Genau. Today after dinner, I tried to pick up the violin, and I just couldn't grasp the bow. The problem wasn't even holding it properly. It was holding it at all and not letting go, not screaming with pain. It's like my hands are in shackles, like every finger has its own ball and chain. I can't move them properly. So, wegen eurem Scheiß habe ich jetzt nicht gelesen, was da steht. So. Okay. Wo geht... Ah. Oh. A painting as boring as this one could be conceived only by a person who doesn't feel or understand emotion anymore. A vile, heartless man. Locked in a bland, boring prison. Aber der Sound hätte gut gepasst, wenn es heute wirklich um Boot gegangen wäre. Ja. Oh, schön. Oh Gott. Hallo? Na, warum? Ich kann weder rennen noch... Okay, bewege mich mal. Und, spring, bitte. Bitte spring... Ach, du Scheiße. Ja, spring jetzt nicht. Spring halt! Was? Ja, okay, Deckung, sollten wir uns beeilen. Umwerfen, werf doch um. Ey, kannst du nicht umwerfen? Umwerfen, immer alles wegwerfen. Ich mach alle kaputt. Oh. Und Körper? Was? It hurts. Also, es wird immer schlimmer anscheinend. Mit jedem. I'm so sorry. Oh Gott, wer bist du denn? God, na. Oh, der blöde Maler. It will. We'll look for help. Everything will be all right. No, I don't want more strangers to see me like this. But I can't do this alone. I'm not a doctor. There's my work, there's our daughter. There's too much for one person. Please, darling. We need help. The medicine helps. It isn't that bad. My body will heal. I will heal. I need to be with my loved ones. With you. Not with the doctors. We can't let that accident take our life from us. So, was? Better times. Of our engagement, of the exhibition we did together. His paintings on the walls, my music in the air. Freedom. Freedom! I will let you down. Please don't give you up. So. Oh. Heute habe ich nach dem Abendessen versucht, die Geige aufzunehmen, aber ich konnte den Bogen einfach nicht fassen. Das Problem war nicht einmal, sie richtig zu halten, sondern sie überhaupt zu halten und nicht fallen zu lassen, weißt du? Und dabei nicht vor Schmerzen zu schreien. Es ist, als würden meine Hände in Ketten liegen und jeder meiner Finger wäre eine eigene Kette. Ich kann sie nicht vernünftig bewegen. Ja, das glaube ich... Genau so, Asratova. Soll sich mal nicht so haben. Genau. Blöde Schaluppe. I started practicing again. It isn't much, and is frustrating, but it feels good.
keeps telling me that I should be careful. I don't think he believes I can get better. I think he likes it that I'm locked here, in this house, in my body, with him having all the control. Okay. I'm trapped in this house, in this body, in my head. Was war denn das für ein Zimmer nochmal hier? Ach, das Offizier. Ja. Müssen wir jetzt jedes, also kriegen wir bei jedem Zimmer irgendwie Flashback? This is where we pretended to be normal, sane, stable people. Where the shackles were the heaviest. Niente. Guck mal, ein anderes Bild. Sonst war im Office, Ja, ne? Jetzt ist der lebensbejahende Zuppelmann hier irgendwie. Alter, ist eine Kette. Was ist hier los? So, hier kann ich aber nichts nehmen. Hier kann ich nichts nehmen. Dann gehst du wahrscheinlich wieder raus und dann ist wieder alles anders. Ja, wunderbar, irgendwie. Mir kommt gerade tatsächlich der üble Gedanke, Benny. Ja. Dass The Final Note eventuell nicht The Final Note von The Whole Game ist, sondern The Final Note ist just The Final Note from The First Game. A library is so much more than just a room. It's possible. It's an escape. Hundreds of escape exits.